Guten Tag, gute Freunde. Hier ist der letzte Trailer von Tears of the Kingdom, bevor das neue Spiel der Zelda-Reihe rauskommt. Gut. Hier sehen wir auch schon, wie ein Schleim gegen ein Relikt kämpft und hier ein Relikt. Ein Baum fällt. Okay. Und da ist auch schon Link. Wenn Link ist auf der Insel aufgeprallt wäre, dann gäbe es keinen Link mehr. Game over. Ja, das Parasegel sieht ja auch nicht gut aus, oder? Das ist denn dieses Nachteil, aber von der Insel. Oh, Athenos sieht mir mega schön aus. Das ist doch die Halia-Brücke. Und ich denke, das ist ein Nachteil, dass von dem Spiel, dass wenn man runterfliegt, dass es ewig dauert, bis man am Boden angekommen ist. Laura? Nee. Das ist ein Schrein. Gerne. Ist das ein Schrein? Gibt's wieder Schreine? Oh, da kämpfen ja die Dorfbewohner auch mit. Wer sind die denn? Oh, ist das ein riesiges Relikt? Ist er hat Link gewonnen? Ist das wieder alles schön? Zelda. Wie sieht denn Zelda dann aus? Ist es an ihm. Was ist denn das? Ritter, der das Bannschwert führt. Das Masterschwert. Was ist wieder repariert? Cool. Und wer ist das? Link. Da ist Link. Da sind Relikte. Ist das sogar bei dir? Ist das ein Boss gerade? Oh, das ist eine Zeitunfähigkeit. Oh, da kommen diese Idioten einfach besiegen. Ultra genervt. Oh, ja. Überrock. Ein Rubinfall. Boah. Ich doch Sebas Sohn, da ist Tulin oder es so, ist oder? Meine Pflicht, da nur ich es vermag. Sie hat auch so antike Reliktrüsten an. Oh, oh. Ganz genau hin. Die Leute. Ja. Oh, die haben jetzt auch so ein Geweih. Vielleicht spielt man am Anfang vor Galons Rückkehr. Das ist doch ganz bestimmt die Bastion. Wie du? Goron. Ja, man kennt man. Oha, man kämpft doch mit dem neuen Recken zusammen. Cool. Und drei Köpfe der Drache. Cool. Richtig cool, dass es auch richtige Drachen gibt. Ja. Also ich fand den Trailer sehr gut. Und ihr? Wenn ja, dann lasst vielleicht bitte ein Abo da. Link. Das wäre sehr lieb. Oh, hier ist hier noch was. Bitte finde mich. Okay, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein Abo da lasst und ein Like.